Hallo. Du siehst müde aus. Ja, bin ich auch. Wie war dein Tag? Anstrengend. Es ist gerade echt viel zu tun, weil eine Kollegin im Urlaub ist. Hast du Hunger? Sollen wir etwas essen gehen? Ich glaube, ich möchte lieber hier bleiben. Oh, schade. Tut mir leid. Wir können doch hier etwas Leckeres essen und eine Flasche Wein aufmachen. Ich möchte aber eigentlich nicht kochen. Heute ist mein freier Tag. Ich weiß. Wir können eine Pizza bestellen. Ehrlich gesagt habe ich den ganzen Tag darauf gewartet, dass wir etwas Nettes zusammen machen. Tut mir leid, dass ich so müde bin. Es ist wirklich doof, dass ich zurzeit so oft sonntags arbeiten muss. Ja, wir haben wirklich wenig Zeit zusammen. Obwohl wir uns schon gegenseitig mit dem Haushalt helfen. Ja, ich finde auch, dass ich wirklich sehr viel im Haushalt mache. Ach, ich bin ein Opfer der Gleichberechtigung. Nein, du bist super. Ich bin froh, dass wir uns die Arbeit im Haushalt teilen. Ich kenne nicht viele Männer, die das so machen. Ich auch nicht. Wir hatten lange kein entspanntes Wochenende mehr. Die Samstage sind oft stressig mit Einkaufen und Putzen. Ich möchte gerne mal wieder mit dir ins Kino gehen. Früher haben wir auch viel mehr Freunde eingeladen. Das ist wichtig für mich. Früher hast du auch gerne am Wochenende zu Hause gekocht. Stimmt. Und du hast mir gerne dabei geholfen. Schade, dass du nicht auch sonntags arbeitest. Und du dann in der Woche einen Tag frei machen kannst, damit wir zusammen frei haben. Naja, die Kantine ist eben am Sonntag geschlossen. Und zum Glück auch abends. Die Kollegen, die in einem Restaurant arbeiten, sind abends nie zu Hause. Ich weiß. Vielleicht brauche ich einfach einen neuen Job. Die Arbeit macht mir ja Spaß, aber es ist wirklich stressig. Trotzdem verdiene ich nicht wirklich viel. Also, das Problem lösen wir heute auf jeden Fall nicht mehr. Ich mache schnell ein bisschen Pasta für uns und du suchst den Wein aus. Du bist der Beste. Danke. Schön mit dir zu essen. Danke, dass du gekocht hast. Es war wieder total lecker. Essen macht fast so viel Spaß wie shoppen. Wie bitte? Nur fast? Oh. Hast du wieder etwas bestellt? Naja, ich habe nach Schuhen geguckt. Nur geguckt, hm? Irgendwie verstehe ich nicht, warum ihr Frauen immer Schuhe kaufen müsst. Und überhaupt, wie kann man Schuhe im Internet bestellen? Es ist total bequem. Ich sitze hier auf dem Sofa, mache ein paar Klicks und die Schuhe kommen ins Haus geflogen. Dann probierst du sie an und sie passen nicht. Oder die Farbe ist ein kleines bisschen zu dunkel. Du packst alles wieder ins Paket und bringst das Paket zur Post. In der gleichen Zeit hast du im Laden 10 Paar Schuhe anprobiert. Im Laden kann ich dir die Schuhe nicht zeigen. Du kannst ein Selfie machen und es auf Facebook posten und alle deine Freunde fragen, wie ihnen die Schuhe gefallen. Das kann ich zu Hause auch. Jetzt sag mir mal, wo ich am Sonntagabend um 22 Uhr noch shoppen soll. Das geht eben nur online. Nach der Arbeit bin ich zu müde und dann habe ich keine Lust mehr in die Stadt zu gehen. Ja, ich weiß. Und am Wochenende haben wir kaum Zeit, das hast du eben selbst gesagt. Und die wenige Zeit, die wir miteinander haben, wollen wir sicher nicht im Schuhladen verbringen. Nein, nein. Außerdem macht es mir einfach Spaß, online zu shoppen. Das Internet ist doch super. Es ist ganz einfach, Preise zu vergleichen. Ich habe schon so viel Geld gespart. Ja, klar. Aber wenn man nicht ständig neue Schuhe kauft, spart man vielleicht sogar noch mehr. Thank you.
Wie findest du das? Das ist super. Genau richtig. So siehst du viel besser aus als mit den blauen Kostümen mit den hohen Schuhen. Das war einfach zu elegant. So siehst du toll aus und zeigst, wie du bist. Ist das wirklich angemessen für ein Bewerbungsgespräch? Ja, klar. Das macht einen gepflegten Eindruck, ist aber nicht langweilig. So kannst du gehen, das ist perfekt. Danke, Friederike. Du bist die beste Tante der Welt. Ach was. Hast du sonst noch einen Tipp? Naja, angemessene Kleidung hast du ja jetzt. Du darfst natürlich nicht unhöflich sein. Ich bin nie unhöflich. Sei einfach zu allen Leuten, die du in der Firma triffst, besonders freundlich. Außerdem ist es wichtig, nicht ohne Pausen zu reden, sondern gut zuzuhören. Zeig den Leuten, dass du interessiert und engagiert bist. Außerdem musst du alles dafür tun, um nicht zu spät zu kommen. Ich bin natürlich pünktlich. Ja, das ist ja wohl klar. Ja. Sollen wir das Gespräch noch üben? Ich weiß nicht. Das ist der beste Weg, um sich auf das Bewerbungsgespräch vorzubereiten. Okay. Pass auf. Oh je. Ich bin die Personalchefin. Meine Personalchefin ist übrigens ähnlich. Total cool und ernst. Ich glaube, die lacht nie. Schlimm. Setzen Sie sich, Frau Kraus. Mein Name ist Lea Kraus. Okay, Frau Kraus. Warum möchten Sie denn Industriekauffrau werden? Weil ich finde den Beruf spannend, weil es so viele Möglichkeiten gibt, als Industriekauffrau zu arbeiten. Und warum möchten Sie gerade in unserer Firma Ihre Ausbildung machen? Ich hoffe, dass ich danach gut ausgebildet bin. Oh, Mann, das ist aber eine doofe Frage. Haben Sie sich denn nicht über unser Unternehmen informiert? Du kannst sagen, dass du gerne in einem modernen, mittelständischen Unternehmen arbeiten möchtest. Okay, das besprechen wir später. Was sind denn Ihre Stärken und Schwächen? Oh, meine Stärken. Ja, was können Sie besonders gut? Ich kann ganz gut mit Menschen umgehen. Und ich kann ganz gut organisieren, denke ich. So, so. Und was können Sie gar nicht gut? Was sind Ihre Schwächen? Ich kann nicht gut bei Stress und Chaos arbeiten. Ich mache lieber zuerst einen guten Plan und arbeite dann in Ruhe. Aha. Das ist sehr klug. Das kannst du gut so sagen. Die wollen wissen, wie du mit deinen Schwächen umgehst. Und was sage ich zu der anderen Frage? Mir ist es eigentlich egal, wo ich meine Ausbildung mache. Hauptsache, ich bekomme einen Ausbildungsplatz. Ja, das weiß ich doch. Aber die Personalchefs finden es immer gut, wenn du dich für ihre Firma interessierst. Du musst dich über die Firma informieren. Und es ist auch gut, wenn du selbst ein paar Fragen stellen kannst. Okay. Also, recherchier doch mal im Internet und überleg dir ein paar Fragen. Ich mache uns in der Zeit einen schönen Kaffee und danach sehen wir weiter. Danke. Und? Hast du etwas Spannendes gefunden? Ja. Die Firma ist ziemlich cool. Wirklich? Mhm. Danke. Erzähl mal, wie heißt die Firma überhaupt? Die Firma heißt Knorr Bremse. Das ist ein altes Familienunternehmen. Die Firma gibt es schon seit über 100 Jahren. Sie wurde 1905 von Georg Knorr in Berlin gegründet. Und was haben die damals genau gemacht? Das Unternehmen entwickelte damals eine besondere Bremse. Knorr Bremse war in den 1920er Jahren der größte Hersteller von Bremsen für Züge in Europa. Wow! Im Jahr 1939 hatten etwa 90% aller deutschen LKWs eine solche Bremse. Cool, oder? Schon. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging
die Firma nach München. Dort entwickelte sie sich zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Bremstechnologie. Im Bereich der Bremstechnologie? Aha. Produziert die Firma nur in München? Nein, es gibt 4 Standorte in Deutschland. München, Aldersbach, Schwieberdingen und Berlin, wo ich ja gerne arbeiten möchte. Und die Firma ist in fast 30 Ländern weltweit aktiv. Es gibt zum Beispiel Partnerunternehmen in Russland und China. Meinst du, das ist das Richtige für dich? Interessierst du dich für Bremsen? Du warst doch sonst kein Fan von Technik, oder? Ach, Tantchen. Ich finde eine Firma super, die international aktiv ist. Und wenn ich erst mal dort arbeite, kann ich ja vielleicht auch mal nach China gehen. China? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe heute einen Termin mit unserer komischen Personalchefin wegen der Sonntagsarbeit. Ich will ja nicht mehr so oft am Sonntag arbeiten. Francesco ist auch schon genervt. Wir haben einfach zu wenig Zeit füreinander. Nein, ich finde die Personalchefin einfach ein bisschen schwierig. Ich weiß nie, was sie denkt. Sie ist ein bisschen kalt. Naja, sie ist halt total professionell. Darum bin ich ein bisschen aufgeregt. Nein, Francesco weiß nichts von dem Termin. Wenn es klappt, dann soll es eine Überraschung für ihn werden. Ja. Und wie geht es dir? Oh, schön. Ach, das ist ja toll. Hallo, Friederike. Schönen Tag. Danke dir auch. Ja, herein. Hallo, Frau Kraus. Ich bin gleich bei Ihnen. Hallo, Frau Armani. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ich sage einfach mal direkt, was los ist. Ja, bitte. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel sonntags gearbeitet. Das war eine Zeit lang auch okay. Aber langsam wird es sehr unangenehm. Ich möchte einfach mehr Zeit für meine Freunde und meine Familie haben. Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Aber Sie haben doch dafür den Mittwoch frei. Schon. Aber alle anderen arbeiten ja am Mittwoch. Und mein Partner eben auch. Wir haben zu wenig Zeit füreinander. Frau Armani, ich weiß, dass gerade viele Kollegen krank sind. Und es ist klar, dass die Kollegen, die Kinder haben, nicht so oft am Sonntag arbeiten können. Aber ich eben auch nicht. So kann das irgendwie nicht weitergehen. Ja. Sie haben in den letzten 4 Monaten an 10 Sonntagen gearbeitet. Das ist wirklich viel. Ich weiß nur gerade auch nicht, was wir da machen können. In meinem Arbeitsvertrag steht, dass ich höchstens einmal im Monat ein Wochenende arbeiten muss. Das ist für mich auch so in Ordnung. Aber mehr geht eben nicht. Eventuell könnte ich Ihnen anbieten, dass wir die Sonntagsdienste ein bisschen besser bezahlen. Aber bevor ich das machen kann, muss ich natürlich mit dem Abteilungsleiter sprechen. Mehr Gehalt ist in jedem Fall gut. Aber eigentlich löst das mein Problem nicht. Ja, ich weiß, wir brauchen mehr Personal. Leider ist es nicht einfach, zuverlässiges Pflegepersonal zu finden. Ich war da in den letzten Monaten leider erfolglos. Wie sieht denn der Dienstplan für den nächsten Monat aus? Ich habe Sie für 2 Sonntagsdienste eingeteilt. Ah. Okay, im nächsten Monat übernehme ich noch einmal 2 Sonntage. Das ist nett, danke. Aber danach müssen wir wirklich eine andere Lösung finden. Ja, ich melde mich bei Ihnen, nachdem ich mit dem Chef gesprochen habe. Es ist mir sehr wichtig, dass Sie zufrieden sind.
Sie sind eine unserer besten Pflegekräfte. Gut. Danke. Bis bald, Frau Kraus. Ich melde mich. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was suchst du? Ich gucke nach einem Fernseher. Aha. Brauchen wir denn einen neuen? Naja, ich hätte gerne einen internetfähigen Fernseher. Du meinst einen Fernseher, mit dem man online fernsehen kann? Richtig, Herzchen. Fernsehen, surfen und shoppen. Alles, was du willst. Was wäre denn besser mit einem internetfähigen Fernseher? Dann hätten wir viel mehr Programme. Es gibt eine Menge Filme und Serien in Online-Videotheken. Und wenn wir jetzt nicht mehr so oft ins Kino gehen, hätte ich wenigstens zu Hause gerne eine gute Auswahl. Du guckst doch auch gern Serien. Ja, schon. Der ist aber ganz schön teuer. Ja, leider. Aber auch schön groß. Der gefällt mir überhaupt richtig gut. Der sieht ziemlich cool aus. Wenn er nicht so teuer wäre, würde ich den nehmen. Muss der Bildschirm denn so groß sein? Sollten wir nicht lieber einen kleineren nehmen? So viel Platz haben wir nun auch wieder nicht. Der Bildschirm ist doch ganz flach. Der braucht gar nicht viel Platz. Nein, dann ist nur die halbe Wand voll. Die Bilder hier gefallen mir sowieso nicht mehr so gut. Wie bitte? Unsere Urlaubsfotos gefallen dir nicht mehr? Nee. Sag mal, willst du den Fernseher etwa online bestellen? Ich verstehe nicht, warum ihr Männer alles online kaufen müsst. Man kann doch Elektroartikel genauso gut im Geschäft kaufen. Das Coole ist doch, wenn ich den Fernseher im Internet kaufe, wird er gleich geliefert und ich muss ihn nicht durch die ganze Stadt tragen. Das ist total praktisch. Außerdem kann man online die Preise super vergleichen und echt viel Geld sparen. Ach ja? Wann hast du Philipp eingeladen? Er wollte um 7:30 kommen. Komisch, dass er nicht anruft. Er ist eigentlich immer pünktlich. Ah, da ist er ja. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Kein Problem. Schön, dass du da bist. Ist etwas passiert? Ach, komm erst mal rein. Schön, dich zu sehen. Ja. Lange nicht gesehen. Gut siehst du aus. Danke. Du auch. Danke. Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich bin die Georgstraße heruntergefahren, um einen Parkplatz zu suchen. Da kommt plötzlich ein Auto aus einer Einfahrt raus. Der Typ fährt auf die Straße, ohne zu gucken. Und mir voll ins Auto rein. Oh nein. Ist dir was passiert? Hast du dich verletzt? Zum Glück nicht. Nur mein Auto ist ziemlich kaputt. Der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite ist eingedrückt. Und der Blinker und der Seitenspiegel sind an der Seite kaputt. Wartet, ich habe Fotos gemacht. Oh Mist. Oh je. Dein Auto ist noch gar nicht so alt, oder? Ich habe es jetzt ein halbes Jahr. Aber du hast doch keine Schuld an dem Unfall. Dann zahlt doch die Versicherung. Ja, klar. Aber es ist trotzdem total nervig. Habt ihr die Polizei gerufen? Ja, natürlich. Gut. Die Polizei ist gekommen und hat den Unfall aufgenommen. Jetzt werden alle Informationen an die Versicherung des anderen Autofahrers geschickt. Und ich habe auch alle Angaben von dem Autofahrer, der mir ins Auto gefahren ist. Und wie geht es jetzt weiter? Die Versicherung meldet sich bei mir und dann muss ich den Wagen in die Werkstatt bringen. Dort wird der Schaden geschätzt. Was glaubst du, wie hoch der Schaden ist? Ich weiß nicht. 1.500 Euro vielleicht. Ich hoffe nur, dass der Wagen schnell repariert wird. So kann ich doch nicht herumfahren. Und wir wollen eigentlich nächste Woche in den Urlaub fahren. Moment. Wir? Jasmin und ich. Und
Und wer ist Jasmin? Oh, das kannst du bei der Vorspeise erzählen. Ich habe nämlich Hunger. Ich hole schnell den Salat und den Wein. Du trinkst doch ein Glas Rotwein, oder? Du musst das kaputte Auto ja eh hier stehen lassen. Ja, ich trinke gerne ein Glas. Also, wer ist denn jetzt Jasmin? War nett bei euch gestern. Ja, finde ich auch. Weißt du, das ist etwas, was wir leider viel zu selten machen. Was? Freunde einladen. Friederike muss so oft am Sonntag arbeiten. Das macht das gemeinsame Wochenende einfach sehr kurz. Ja, das verstehe ich. Du, ich wollte dir noch etwas erzählen. Ich wollte gestern nicht zu viel von der Arbeit sprechen. Wow, noch mehr Neuigkeiten? Ich fand die Geschichte mit deiner neuen Freundin Jasmin ja schon ziemlich aufregend. Ja, das ist sie. Die Freundin oder die Geschichte? Beides. Also, pass auf. Bei mir um die Ecke gibt es einen kleinen Laden. Nein, du willst dich selbstständig machen? Psst, noch müssen das nicht alle wissen. Sorry, ich freue mich einfach für dich. Das verstehe ich doch. Wo ist der Laden denn genau? Goethestraße, Ecke Schumannstraße. Das war früher ein kleines Café. Und dann war da ein paar Jahre lang ein Schreibwarenladen. Ist das da, wo immer die grüne Bank draußen gestanden hat? Ja, genau. Das ist sehr schön. Und die Lage ist super. Ja, es gefällt mir auch sehr gut. Ich will dort ein kleines Restaurant eröffnen. Weißt du, ich würde gerne mal etwas anderes machen. Ich arbeite jetzt schon seit 10 Jahren hier. Wow, das ist mutig. Ja, dann gibt es kein Urlaubsgeld mehr. Und wenn ich krank bin und nicht arbeiten kann, verdiene ich auch nichts. Das ist mir schon klar. Und um meine Rente muss ich mich selbst kümmern. Aber es ist einfach eine große Chance für mich. Sicher. Was hast du denn schon alles gemacht? Ich überlege ja schon länger, mich selbstständig zu machen. Vor einem halben Jahr habe ich ein Existenzgründungsseminar besucht. Da habe ich viele praktische Tipps bekommen. Zum Beispiel, wie man die Finanzierung plant. Stimmt. Du brauchst ja auch Geld für den Umbau. Ja, ich habe zwar ein bisschen Eigenkapital, aber ich brauche in etwa doppelt so viel. Ich war gestern bei der Bank und habe mit denen über einen Kredit gesprochen. Und es sieht sehr gut aus. Toll! Ja, ich hoffe, dass das Geld dann auch wirklich schnell da ist. Ich miete das Café schon nächsten Monat. Also, ich finde die Idee super. Weißt du schon, was du kochen willst? Du könntest ein Burger-Restaurant aufmachen. Burger sind voll im Trend. Das habe ich auch schon überlegt. Ich will es möglichst einfach machen. Vielleicht gibt es jeden Tag nur 3 Gerichte. Das ist eine gute Idee. Und eins davon muss vegetarisch oder sogar vegan sein. Sonst kommen Lea und ihre Freunde nicht. Vielleicht koche ich auch jeden Tag anders. Montags gibt es Burger, dienstags Pasta, mittwochs Curry und so weiter. Und sonntags komme ich in deinen Laden und mache Pizza. Wow, das wäre eine super Idee, Francesco. Dann könntest du halbtags hier in der Kantine arbeiten und dafür sonntags bei mir kochen. Das klingt nicht schlecht. Vielleicht ist das die Lösung. Ja, klar. Denk doch mal darüber nach. Und wie soll dein Restaurant heißen? Wir dachten an Jasfi. Ah, Jasmin und Philipp, Jasfi, Hilfe. Du bist ja wirklich total verliebt. Diese Jasmin muss wirklich etwas Besonderes sein. Ja. Alles gut? Ja, ich bin nur ein bisschen genervt. Meine Personalchefin, sie heißt Armani, war heute echt doof. Was ist passiert? Ich habe mich auf dem Flur mit einer Kollegin unterhalten. Sie kam aus ihrem Büro und ist fast über meine Tasche geflogen. Klingt lustig. Frau Armani fand das leider gar nicht lustig. Passen Sie auf, hat sie gesagt und ist wütend weitergegangen. Vielleicht hat sie Stress? Wir haben doch alle Stress. Das ist doch kein Grund, so unfreundlich zu sein. Ach, egal. Erzähl mal. Wie war das Vorstellungsgespräch bei der Bremsenfirma? Das Gespräch ist ganz gut gelaufen. Ich war ziemlich aufgeregt, aber die Leute waren sehr nett. Viel netter als deine Frau Armani.
Ich bekomme nächste Woche Bescheid, ob es geklappt hat. Wie spannend. Ich drücke weiter die Daumen. Danke. Und wie ist es bei euch? Philipp war gestern zum Essen da. Philipp? Ja, der nette Kollege von Francesco. Sie arbeiten zusammen in der Kantine. Du hast ihn auf meinem letzten Geburtstag kennengelernt. Stimmt, ich erinnere mich. Stell dir vor, auf dem Weg zu uns ist jemand in sein Auto reingefahren. Schlimm? Naja, das Auto ist kaputt. Er und seine neue Freundin wollten eigentlich nächste Woche in den Urlaub fahren. Warum kommt er eigentlich mit dem Auto zu euch? Er wohnt doch ganz in der Nähe. Weiß ich auch nicht. Er wohnt eine halbe Stunde von euch. 30 Minuten zu Fuß. Mit dem Rad sind es höchstens 15. Und dann fährt er mit dem Auto? So ein Klimakiller. Also bitte. Vielleicht war er vorher irgendwo anders. Hat er denn kein Fahrrad? Sag mal, warum regst du dich eigentlich so auf? Mit dem Auto durch die Stadt zu fahren, ist doch die größte Umweltverschmutzung überhaupt. Wahrscheinlich hat er auch noch ein Auto mit Dieselmotor. Ist das denn so schlimm? Diesel ist eben billiger. Dieselautos sind am schlimmsten. Sie sind super schlecht für die Umwelt. Sie stoßen durchschnittlich 7-mal mehr Schadstoffe aus, als das EU-Gesetz erlaubt. Seit wann sind Umwelt- und Klimaschutz für dich so ein großes Thema? Sind sie, seitdem ich denken kann. Der Klimawandel ist ein riesengroßes Problem, das weiß doch jeder. Oha. Und du willst bei einer Firma arbeiten, die Bremsen baut? Und hast du dich nicht letzte Woche noch von mir mit dem Auto von einer Party holen lassen? Ach, Tantchen, es kommt auf die Bilanz an. Auf die Bilanz? Ja, klar. Ich fliege nur ganz selten, ich kaufe Produkte aus der Region, ich esse seit 2 Jahren kein Fleisch. Da kann ich mir auch mal den Luxus erlauben und mich von meiner Tante abholen zu lassen. Außerdem fährst du kein Dieselauto. Na, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Willst du noch einen fair gehandelten Kaffee? Ja, gern. Hallo, mein Lieber. Hallo, Süße, wo bist du? Ich sitze in einem Café und mache Pause. War es anstrengend? Ja. Ich war gerade bei einem neuen Patienten. Ein junger Mann, der einen schlimmen Motorradunfall hatte. Er hat nicht nur beide Arme gebrochen, sondern auch ein Bein. Ich weiß gar nicht, wie er allein zu Hause zurechtkommt. Er kann sich fast nicht bewegen. Ein Pflegeroboter ist für solche Fälle keine schlechte Idee, oder? Ja. Das hat er auch gesagt. Und er wollte auf keinen Fall länger im Krankenhaus bleiben. Aber für die Reha ist er noch nicht fit genug. Denn mit gebrochenen Knochen kann er natürlich keine Krankengymnastik machen. Nein, nicht wirklich. Und zu Hause ist er eben allein. Hat er keine Freunde? Doch, aber die arbeiten tagsüber natürlich. Und er hat keinen Kontakt zu seiner Familie, weder zu seinen Eltern noch zu seinen Geschwistern. Puh, dann braucht er dich ja wirklich. Ja, sieht ganz so aus. Und was machst du gerade? Ich habe gerade Feierabend. Ich wollte nur fragen, ob ich auf dem Rückweg noch etwas einkaufen soll. Entweder du sagst jetzt etwas oder ich kaufe nur Sachen, die ich gerne esse. Ja, mach das. Wann kommst du nach Hause? Gegen 7:30, denke ich. Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich auf dich. Bis später. Ja. Frau Armani, na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Friederike Kraus? Ah, hallo, Frau Armani. Ah, das ist ja toll. Wunderbar, vielen Dank. Ah, das freut mich wirklich sehr. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Geht doch. Sie kann auch ganz nett sein. Ja, hallo? Hallo, Francesco. Hi, Lea. Du bist außer Atem? Ich komme gerade von der Arbeit. Ist Friederike auch schon da? Nein, aber sie müsste gleich kommen. Soll sie dich anrufen, wenn sie wieder da ist? Ich wollte eigentlich fragen, ob ich vorbeikommen kann. Ich habe nämlich etwas zu feiern.
Du hast den Ausbildungsplatz bei den Bremsen, Otto. Ja. Genial, herzlichen Glückwunsch. Wollen wir nicht morgen alle zusammen feiern? Ich habe nämlich auch gute Neuigkeiten. Das ist allerdings noch geheim. Ich will Friederike morgen damit überraschen. Ach komm. Mir kannst du es doch schon mal verraten. Ich kann schweigen, das weißt du doch. Frauen können nicht schweigen, Lea. Und je weniger Leute es wissen, desto besser. Menno! Hast du auch eine Wahlbenachrichtigung bekommen? Du lenkst vom Thema ab. Und ja, habe ich. Stell dir vor, die kleine Lea darf auch schon wählen. Lass mich raten. Du gibst deine Stimme der Tierschutzpartei. Als Vegetarierin musst du die ja wählen. Ja, ich finde, dass Tierschutz ein wichtiges Thema ist. Ich dachte, du siehst das auch so. Ja, klar. Und was ist dir noch wichtig? Oh nein, sag nichts, ich weiß schon. Du bist gegen Dieselautos. Gibt es hier auf der Liste eine Anti-Diesel-Partei? Du bist doof. Mir sind Themen wie Umweltschutz und Tierschutz eben wichtig. Es ist mir nicht egal, wie die Erde in 100 Jahren aussieht. Je mehr Klimaschutz, desto besser. Darum wähle ich auch nur eine Partei, die sich für neue Ziele im Klima- und Umweltschutz einsetzt. Ja klar, das sehe ich doch auch so. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Also sehen wir uns morgen? Ja, wann soll ich kommen? So gegen 7? Dass wir feiern, ist übrigens auch geheim. Also kein Wort zu Friederike. Philipp kommt auch. Ach, der Umweltkiller. Ja, und er bringt seine Jasmin mit. Und ich koche dein Lieblingsessen für uns. Wow, cool, ich freue mich. Dann bis morgen. Ja, tschüss. Hey! Ach, ich freue mich so für dich. Schön, dass das geklappt hat. Wann wirst du mit der Ausbildung anfangen? Es geht schon nächste Woche los. Ich bin schon ganz schön aufgeregt. Ja, das glaube ich. Mhm. Das wird bestimmt spannend. Ja. Sollen wir schon mal auf dein neues Leben anstoßen? Mit meiner selbstgemachten Limonade? Auf jeden Fall. Danke. Danke. Auf dich. Auf eine tolle Ausbildung bei Bremsen. Otto. Danke, ihr beiden. Ich habe auch coole Neuigkeiten. Wie? Du auch noch? Wieso? Wer denn noch? Ich. Ach, dann du zuerst. Ich werde demnächst auch sonntags arbeiten und dafür einen Tag in der Woche frei haben. Und diesen Tag haben wir dann ganz für uns, meine Liebe. Wie meinst du das? Wo wirst du sonntags arbeiten? Ist die Kantine jetzt auch am Sonntag geöffnet? Nein, Klimakiller Philipp macht ein Restaurant auf. Oh. Und ich werde dort sonntags die beste Pizza Berlins backen. Wow, wie toll. Ach. Du freust dich gar nicht richtig. Doch, schon. Du bist so lieb. Was ist denn jetzt los? Ich habe vor 2 Wochen mit Frau Armani von der Personalabteilung über die Sonntagsarbeit gesprochen. Vorgestern hat sie mich angerufen und mir gesagt, dass sie neues Personal für die Wochenenddienste gefunden haben. Ich werde ab nächsten Monat also nicht mehr am Sonntag arbeiten müssen. Oh, du hast dich auch gekümmert? Oh, wie süß. Vielleicht kannst du die beste Pizza Berlins auch an einem anderen Tag backen. Das werden wir hoffentlich gleich klären. Philipp und Jasmin. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ich stelle kurz vor, das ist Francesco, das ist Jasmin. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Das finde ich auch. Kommt doch rein, ihr beiden. Lea, Friederikes Nichte, ist auch da. Oh. Ach. Kennt ihr euch? Das ist meine Personalchefin. Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Doch. Na, das sind ja die besten Voraussetzungen, um unser Sonntagsproblem endgültig zu lösen. Ich hole mal den Sekt. Ja, bitte.
Herzlich willkommen. Danke. Lea. Hallo. Hallo, Lea. Ja, hallo. Hallo, Philipp. Hallo.